Gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Richtig geraten, es ist World of Warships. Und zur Abwechslung ist das mal kein Replay von mir, sondern ein zugeschicktes von niemand geringeren als dem Tanzbär, dem alten Abstauber. Und der ist hier unterwegs mit der New Mexico Stufe 7 Schlachtschiff der Marine der Vereinigten Staaten. Er fährt mit seinem Kollegen Caligo hier in der Division. Vielleicht sollten wir mal kurz, nur so ganz kurz, das Interface zuschalten. Ja, dass wir auch sehen, was hier abgeht. Kein Premium-Zeug mit dabei. Guck an. Nur die Standardreparatur und auch die normalen Instandsetzungsleute. Karte ist Meerenge und eröffnet das Gefecht hier mit einem Treffer auf der Fuso, der allerdings irgendwie keinen Schaden verursacht hat. Ärgerlich. Aber das Leben ist ungerecht, wie wir immer wieder alle zu unserem Leidwesen erfahren müssen. Ich will gerade noch mal nachschauen, ob er mir dazu auch irgendwas geschrieben hatte. Ich glaube fast nicht. Nee, ich glaube nicht, ne? Merkt man, dass ich gerade in meine Mails gucke? Nein, merkt man nicht, ne? Naja, anscheinend nicht. Oder ich finde es gerade nicht. Ist auch egal. Muss auch so gehen. Egal. Konzentrieren wir uns auf das Spiel. Wir haben schon ein abgeschossenes Flugzeug tatsächlich auch. Not so bad. Da geht es wieder auf die Fuso. Drei Treffer dieses Mal. Ja, wieder nur ein Tausender. Ist halt gut angewinkelt, die Fuso. Schwer zu beschießen. Kuma, auch kein tolles Ziel, weil extrem schmal. Der Zerstörer quasi unter den Kreuzern, unter den leichten Kreuzern, haben wir gemerkt. Vielleicht kann das bei der Phoenix probieren. Die zeigt zumindest viel Seite, ist aber auch so ein halbes Hemd. Und die kuscheln, ist das nicht schön? Jetzt darf man natürlich nicht so viel vorhalten, weil die auch. Oh, er hat ihn weggeschoben. Ah je, das ist scheiße. Könnte auch daneben gehen. Können wir leider nicht verfolgen jetzt. Na, okay. Der obligatorische Tausender, Ladies and Gentlemen. Und wie die einfach nicht klarkommen da hinten. Ah, das ist schön. Das ist wirklich schön. So sieht aus, als wir das nochmal probieren wollen. Oh, Teamkill oder was? Isukasa und Tenyuri. Ja, der hat was umgebracht. Ach, guck mal, da haben wir einen Flugzeugträger. Tatsächlich schon in Reichweite. Hat er hier mal den Aufklärer losgeschickt. Der bewegt sich halt auch überhaupt nicht. Das ist in der Regel auch nicht die allerbeste Idee. AP. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die durchfliegen oder ob da was passiert. Jo, auf die Zitadelle. Drei Treffer. 10.700 damit insgesamt. Das ist der Moment, wo das Spiel anfängt, Spaß zu machen. Gut, wenn der Gegner nur rumsteht, dann trifft man dann natürlich ganz gut. Scheint doch ein bisschen nach oben zu drehen. Schauen wir mal, ja, ob das alles so richtig predicted. Fuße ist weiterhin auf der Flucht, sonst ist keiner da. Ja, schauen wir mal, ob da was von trifft. Ja, eher weniger. Da war keiner mit dabei. Ja, ist nicht ganz einfach. Immerhin haben sie zumal die untere Seite erobert, das ist ja auch schon mal was, da ist die Basis, zumindest was das angeht, einigermaßen safe. Mal schauen, ob es nochmal probiert. Naja, ist jetzt zu, ne? Ja. Die Kreuzer sind auch zu, damit bleibt eigentlich nur noch die Fuso als Ziel, oder? Wenn da oben irgendwas in Reichweite kommt. Wie zum Beispiel diese New Mexico dort. Aber noch ist es. Ja, jetzt könnte er. Großes Problem in der New Mexico ist immer das Thema Geschwindigkeit. Die ist halt einfach die Definition von langsam. Also eines von den Schiffen, wo man eigentlich wirklich genau wissen muss, wo man eigentlich hin will. Denn sonst kommt man da niemals an. Na, immerhin ein Treffer. Das ist ja was. Was hat er gemacht? 1000. Na, nicht mal 1000.
Was hat er vorher gehabt? 100.000 auf jeden Fall. Okay, Fuso. Die ist schon ganz gut zusammengetreten worden von der eigenen Flotte. Die dreht sich jetzt auch gut rein. Also hier ist die Chance für eine Zitadelle mal auf jeden Fall da. Und da ist sie auch direkt. Ja, sehr schön. Nice. Da ist der Gegner raus und wir nähern uns den 30.000 Schaden. Was die ausgefallenen Schiffe angeht, sind wir noch ein bisschen hinten dran. Na gut, dafür ist beim Gegner das ein oder andere ein bisschen mehr beschädigt. Und es gibt einen wunderschönen Teamkiller, der wird sich dann über eine sehr, sehr angenehme lilane Farbe freuen dürfen. In den nächsten paar Runden. Hätte ich jetzt zwischenzeitlich übrigens auch. Was habe ich denn da? Ach ja, das war mit der Hoshō. Da habe ich gegnerisches Schlachtschiff torpediert und dann kann auf einmal diese Isshu oder was? Diese Kreuzer-Schlachtschiff-Hybrid um die Ecke gefahren, also, beziehungsweise der war schon die ganze Zeit dann hinterher gefahren mit dem gegnerischen Schiff und ist dann irgendwie meine Torpedos reingefahren, aber der war eh fast tot. Habe mich dann trotzdem entschuldigt, hat gesagt, ja, ist okay. Ja, aber lila war ich dann trotzdem für eine Zeit lang. Das ist schön. Ja, das war nix. Halt sehr, sehr schmales Schiff. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser. Ey, warte mal, die Phoenix, die ist, glaube ich, nie gebaut worden, ne? Aber wenn, dann hätte sie sicherlich mit ihrem Heck ein gewisses Problem gehabt. Bei höherem Seegang, die dürfte sehr nass geworden sein. Ja, gut, jetzt also die fröhliche Fahrt nach oben. Genug Gegner sind ja noch da, zumindest das ist kein Problem. Könnten sogar ein paar zu viele sein. Aber muss es halt immer positiv sehen, viel Feind, viel eher. Hier ist also jetzt auf jeden Fall mal die Chance da, noch ein paar Punkte zu machen und auch ein paar Gegner zu versenken. Vielleicht gelingt das ja auch. Ja, und sah so schlecht nicht aus, aber ja. Das ist okay. Der Rest ist dann wieder RNG. Nein, die New Mexico wäre auch eine Möglichkeit. Durch das Ausweichmanöver jetzt durchaus Breitseite am zeigen. Kirov geht nicht, dreht sich auch gerade raus, zu viel Zeug im Weg. Ja, und jetzt ist die New Mexico zugegangen. Also die Phoenix stattdessen, ja. Schauen wir mal. Also sie ist ziemlich dicht dran. Das ist immer ganz gut. Je dichter, je besser gewissermaßen. Ah, sehr schön, ja. Und da haben wir dann die Zitadelle und der Gegner ist raus. Schön gemacht. Ja, war eigentlich richtig, ne? Der Gegner dreht sich. Zeigt die breite Seite, dann auf den Knopf drücken und der Rest ist dann nur noch eine Kerze anzünden und beten. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Da steckt man dann halt nicht drin. Das ist so. Kommt jetzt gerade ein Flieger. Aber vielleicht mal kurz als Flak-Priorität zuweisen. Träger scheint aber zu helfen, als Jäger unterwegs. Oder vielleicht mal drehen oder so. Das ist auch schon alles hilfreich. Ein bisschen Kurs ändern. Jawohl. Jetzt muss er sich halt überlegen, will ich direkt löschen? Ich würde es wahrscheinlich tun. Ich gehe jetzt nicht nur mal davon aus, dass in nächster Zeit nochmal jemand mit HE schießen wird. Macht er auch, genau. Da sind wir uns einig. Das ist doch schon mal schön. Gut, jetzt die New Mexico. Hier also dann gleich gegen gleich. Scheint allerdings dann nach oben zu ziehen auf die Kreuzer, die gerade am Pushen sind. Und er hat natürlich auch weniger HP, also das könnte auch sehr wehtun. Oh ja, au, 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 au. Der war bitterböse. Das war keine Zitadelle, aber das waren viele Treffer, die auch alle ihren Schaden gemacht haben. Ja, das ist dann halt auch das Wunder der geringer werdenden Entfernung. Also den Unterschied, den spürt man, denke ich, ganz, ganz deutlich. Soll aber hier den Ruhm nicht schmälern, ja, also das war schön. Ist ganz ungewöhnlich, mal den Tanzbär zu sehen, wie er nicht am Abstauben ist. Tatsächlich mal ein bisschen Schaden hier an Mann gebracht. 55.000. Das ist nett. Dann die Königsmark, die ist natürlich auch machbar. Mal schauen, ob er sich jetzt einmal komplett dreht. Wäre wahrscheinlich die bessere Wahl bei den Türmen. Der könnte auch wehtun. Yo! Fortuna ist mit den Tapferen, ne? Oder mit den Dummen. Tapfere, in dem Fall natürlich tapferer.
Ja, es gehört halt dazu. Es gehört halt einfach dazu. Man muss die Situation sehen, man muss dann die richtigen Entscheidungen treffen und der Rest ist letztlich Glück. Das richtige Quäntchen Glück. Teil des Spiels und das hat er hier gehabt und das ist ja auch okay. Aber vielleicht kann er ja noch einen draufsetzen. Immerhin, wir müssen dran denken. Wir stehen hier ne, gerade noch einen vorm Kraken. Vielleicht kriegen wir den noch. So, dass wir uns diesen wunderschönen Orden hier an die Brust heften können. Kollege Caligo hat bisher noch nicht so viel Glück gehabt. Noch nichts gekillt. Schade für ihn. Gut für den Tanzbär. Ja, so viel ist jetzt auch gar nicht mehr übrig. Die beiden Träger, dann ein Schlachter noch, den wir da schon sehen. Die Kirov, die ist links irgendwo und das war's auch schon. Das Spiel, das könnte jetzt relativ bald vorbei sein. Wenn die Kollegen da unten durchcappen, halte ich schon für realistisch, dass das hinhaut, wenn sie sich nicht so dabbig anstellen. Können Türme jetzt drehen, genau. Aber die Kirov wird sich wahrscheinlich als Ziel anbieten. Die New York, denke ich mal eher weniger. Die ist zum einen zu weit weg und zum anderen ist der Winkel nicht toll. Na, die Kirov dreht sich jetzt leider auch weg. Aber ich denke mal, wird es da trotzdem probieren, genau. Da wird auch mitgeflogen. Oh, das sieht gut aus. Unterstützer, jawohl. Ja, und schöner Treffer in die Mitte rein. Womit wir bei 73.000 Schaden sind. Wenn man mal denken, welche Stufe das hier ist, 5, 6, dann ist das schon durchaus ordentlich. Die Schiffe haben ja dann auch noch tendenziell weniger HP. Also das ist schon cool. Ja, jetzt wird es halt schwierig, jetzt macht man sich schmal. Mal schauen, ob trotzdem was geht. Ich würde jetzt mal da vermuten, dass die Granaten eher vorbeigehen. Ja, das ist auch der Fall. Na, hier könnten wir einen Treffer sehen. Von oben durchs Panzerdeck in die Zitadelle. Und hallo Krake! Sehr, sehr schön. Ja, das war eins von diesen Spielchen, wo er ganz gut abgeräumt hat. Jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wohin hat sich die Independence verkrümelt? Irgendwo da oben, das könnte durchaus sein. Ich denke, hier werden wir jetzt an der Stelle mal ein bisschen auf die Tube drücken. Entweder sie geht nochmal auf und wir können nochmal drauf schießen, oder das Spiel endet dann einfach durch das Durchcappen. Da ist er. So. Da hat er jetzt auch wieder sein Fliegerle losgelassen, um schießen zu können. Also er hat sich hier wirklich in die hinterste Ecke reingeparkt. Was natürlich auch verständlich ist. Jetzt ist hier ein paar Treffer eventuell auf Max Range. Aber ich denke mal, dass die Kollegen mit HE das machen werden. Cleveland vor allem. Die dürfte da ganz gut Schaden rauspumpen. Und das sollte auch klappen, bevor hier durchgeht. Ach, okay, der Kollege ist eh rausgefahren. Ja, und das könnten schon die entscheidenden Treffer sein. Mal schauen, vielleicht. Nee. Die kriegt er nicht mehr. Da wenden wir uns jetzt hier also dem Endscreen zu. Und ja, sehr, sehr ordentlich. Ich meine, gerade mal 29 Granaten verschossen. Ach, Flugzeuge, gut, die nimmt man mit. Die paar Ausfälle interessieren eigentlich auch nicht so viel. Aber eben 5 Schiffe versenkt. Durchaus auch viel Schaden daran gemacht. Bei den meisten zumindest. Fünf schöne Zitadellentreffer, den Unterstützer, Kraken. Ja. XP relativ gering. Ich gehe mal davon aus, das war nicht das erste Spiel. Auch sonst keine Modifikatoren oder sowas. Schade natürlich, wenn man so ein Spiel hat, dann möchte man am liebsten sämtliche Flaggen mit drauf haben und erstes Spiel und alles, was es gibt. Ja, ist dann halt oft nicht so. Kohlen 191.000. Wenn man runden 192.000, auch eine ganz schöne Sache. Gut, dann war es das an dieser Stelle. Danke fürs Zuschicken des Replays. Wenn ihr Replays habt, ja, dann gerne an die E-Mail-Adresse zuschicken.
Replay mitschicken und eben diesen Screenshot hier. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine entsprechende Bewertung, über einen entsprechenden Kommentar freuen und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.